Gehen Sie mal wieder zu den neuen Fallgeborenen hin. Heute mit Flo. Flo? Hallo. Bei mir hat man Schlürfen gehört, aber das kommt leider nie durchs Teamspeak. Ich bin ja auch gekommen, nachdem Olli mir den Weg gezeigt hat, der ihm gerade aufgefallen ist. Bei mir war das einfach nur so. Wir quatschen wieder so ein bisschen, ich kletter mal ein bisschen, springe da drauf, wie man das ja von mir kennt, bin hier oben drauf. Ja. Darüber, bin von da aus darauf gesprungen, dann konnte man da hinten zu der Kiste. Ja, war recht fresh. Da war auch nichts Besonderes drin. Alles Lame-Schilde. Lame. So, und jetzt musst du mal kurz warten. Ich bin aber auf einem Fließband. Junge, mich drückt's rein. Das ist wie so eine Vagina von einer Frau. Die zieht dich drin. Wollte ich eigentlich explodieren lassen, aber ich war nicht schnell genug. Haha. Nee, ich habe mich gerade mal ganz kurz ordentlich hingesetzt. Ah. Oh, ich habe keinen Schaden gekriegt. Auch nicht. Zu weit weg. Ah, scheiße, ich hab den Deckel berührt, der auf mich zugeflogen ist. Ah, oh, schön, da kann man hier, glaube ich, gleich wieder ein schönes Thumbnail machen, oder? Nee, doch nicht. Ach ja, ich habe. Kannst du mal ein bisschen beschäftigen? Ich will den umlegen. Mache das. Ich steck fest. Kann man nicht mal Ruhe einkaufen? Meine Fresse. Alter, wieso? Kannst du mich mal schnell wiederbeleben? Ich bin gerade am Kaufen, ja? Man sollte eine Frau niemals beim Verkaufen stören. Junge, ich bin tot! Ich will auch die XP kriegen von dem Arsch. Auf geht's, ich bring ihn um. Ach, der ist schon fast tot. Ja, ich schieß die ganze Zeit mit Raketenwerfer drauf. Da schießt er dann auf mich? Versteck mich. Aus dir mach ich, Hab ich ihm gerade mit dem Raketenwerfer den Kopf abgeschossen? Nein! Oh, fuck you. Mann. Der Typ hat ein zusammengenähtes Gesicht. Stirb doch einfach mal, du dumme Sau. Erledigt. Okay. Du stehst da ein bisschen im Weg. Wieso? Deathtrap, machst du mal bitte. So, dann auf wen darf ich jetzt schießen? Ich schieße auch mal da nach hinten. Ah, Glückstreffer. Oh, das habe ich aber gerade gezuckt. Ja, so ein Raketenwerfer hat echt niedrige Genauigkeit. Ja. Eine Frosch ohne Brille. Nein, ich meine jetzt nicht dich. Ja, das Sprichwort gibt's nicht. Es gibt ein... Sagt man nicht Blindfrosch? Nee, man sagt blinde Kuh. Wie so eine Kuh ohne Brille. Blinde Kuh ist ein... Spiel, ich weiß. Warte. Was hattest du gerade vor? Oh, scheiße, mehr Helikopter. Mist. Man kann da oben hinspringen. Und von da oben dann alles abschießen. Da hast du dann so eine sicherte Station. Wow. Ah, der ist aus der Altmann. Und dann um die scheiß Helikopter umzubringen. Wo kommt der jetzt her? Da ist ein Psychozweig auf einem Goliath. Schieß mal den Psycho... Du hast deinen Kopf abgeschossen und den Psychozwerg nicht umgebracht. Das muss man nochmal können. Und mit der Shotgun. Bucket, hol mir den Raketenwerfer raus. Granate! Die fliegt voll auf die Helikopter zu. Kannst mal sehen, was ich für Granaten habe, hä? Ja, die haben Zielflug. Versteck mich dann so lang mal wieder. Aber das. Deswegen liebe ich schnelle Scharfschützengewehre. Ja, meine Ding. Oh nein. Oh, wo liegst du denn? Aber wir sollen da hochkommen, Alter. Warte, ich komm runter. Da ist eine Leiter, nur mal so als Info. Ach, ich
direkt gedacht, ich bin hier gerade nicht über die Leiter hochgeklettert. Yay, Experience. Ach, fuck you. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Doch. Ihr Leben. Ja, der hat Raketen. Au. Alter. It's my life. Schnell dich um. Okay. Schnell dich um. Ganz. Ein bisschen hyperventilieren muss auch mal zwischendurch sein. Der da ist schwach. Läuft nicht. Badababa. Das ist wie gegen Windmühlen kämpfen. Das ist wie gegen den Windschiffen bei mir, Alter. Die Schüsse gehen nie dorthin, wo man erwartet. Ja, bloß, dass man davon keinen gelben Bauch kriegt. Okay, so starken Wind hatte ich nicht. Also noch nie. Ich habe mir zwar, als ich 7-mal war, selbst ans Bein gepinkelt, aber auch den Bauch, Alter. Fuck. Du musst ja damit so 100 Stundenkilometer haben oder so. Ah, Zero. Backstory. Ja, wir haben... Ja. Es gibt da ziemlich wichtige Banditengangs. Cool! Das war geil. Nein, bei mir ging's gerade, wir haben übers Pissen geredet und der Fang fing auf einmal an. So, und jetzt markierst du die Kisten. Und jetzt markierst du die Kisten. Ich bin eine Frau, das geht ein bisschen schlecht. Ja, du vielleicht. Schön, dass du uns das jedes Mal erzählst. God damn it, Alter. Muss man diesen Planeten runter? Brauche Versorgungstransmitter, eine Lunar. Oh, bist du jetzt bei dem Arsch? Ja. Ich habe einen gestohlen, sie nennt sich meine Freunde, sind sie nicht? Bitte hol ihn! Gehst du runter und ich bleib hier? Achso, nimm Ulysses Haustier und besorge den gestohlenen Hyperion-Transmitter. Sind beide einfach direkt und warte, wo ist das Haustier? Was? War das nicht andersrum? Oh, nee, passt eh. Das Haustier. Das Haustier ist unten in der Mitte, ja. Ah ja, und in der Höhle, da war doch nicht bei der Lava unten der Transmitter, oder war das das Haustier? Da guck doch einfach, also, drück doch einfach mal M. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, wo da die Höhle ist mit der Magma. Ja, das ist hier unten drunter. Ich spring mal schnell runter. Ja, das ist dann das Haustier. Wo ist denn der verkackte Transmitter? Junge, das klang gerade bestimmt ungewollter, als es sein sollte. Also jetzt nicht von dir, aber da gerade wird es übelst zur Ruhe und dann auf einmal so ein Kleiner so. Ich komme! Gut. Ein verkackter Transmitter. Hi, Papa Bär, spielst schon wieder Ziggurat? Wo ist denn jetzt das ist ein Roguelike. Was ist das Kuscheltier? Das ist unten drunter, unter der Hauptplattform. Da, wo wir runtergesprungen sind auf die Schräge und dann da weiter runter. Nimm mal dieses Haustier. Warte mal, von da aus... Ah, scheiße, ich bin runtergefallen. Ah, ich bin gefallen. Warum? Junge, warum? Holst du gerade schon mit dem Transmitter oder was? Ja, ich wollte eigentlich nur schauen und bin runtergefallen. Jetzt kann ich auch den Transmitter holen gehen. Okay, ich gehe wieder hoch. Ja, da kannst du ihm Bescheid sagen und du auch nochmal runterspringen. Ich glaube, ich fahre dann auch nochmal hoch. Oh nee, der Transmitter war das bei der Lava. Oh, Gott. Ey, wenn du mit dem Lift noch warten kannst, vielleicht, oder das überlebst, mit dem Lift noch warten kannst, wäre ich dir sehr verbunden. Na, dann mach hinne.
Oh Gott, ein brennender Psycho. Ach, schau mal, Marodeur. Alter. Kommst du jetzt endlich mal, oder? Oh ja. Kann es sein, dass man Raketenwaffe hat und man keine Muni braucht oder automatisch nachlädt? Davon? Hat er mich gerade Zuckerschnute genannt? Nee, meiner hat gesagt Endorphine. Nein, der da unten hat er gerade Zuckerschnute gesagt zu mir. Keine Ahnung, das musst du wissen. Die Sounds sind nicht gesynkt übers Internet. Bei mir hat er gesagt Endorphine. Bei mir. Komm her, du Zuckerschnute. Geil. Ach ja, das ist ja da hinten. Ah. Sehr gut. Danke. Den Transmitter. Jetzt kann ich weg. Endlich weg von diesem Planeten. Olli, du stehst da ein bisschen ungünstig. Oh, guck mal, das blinkt. Endlich kann ich diesen Jack verlassenen Planeten verlassen. Hol mich hier raus. Hol! Ah. Ich würde aber sterben. Ich hab's mir auch gerade gedacht. Eigentlich hättest du jetzt drauf gehen müssen. Oh, gut. Okay, so kannst du auch gehen. So, Mission abgeschlossen und lass mal runterspringen. Nochmal. Ja, dann müssen wir unten die Fahnen machen. Geronimo! Oh, du fällst neben mir. Wir waren gerade ziemlich auf gleicher Höhe, zumindest bei mir. So, was waren das mit den Fahren? Willst du mal die Leute ablenken? Mach ich doch gerade. Gehen wir gleich oder wollen wir die zuerst umlegen? Okay, komm, gehen wir runter. Okay. Ah, da mal, da fällt einer über mir weg. Während dem Fallen überholst du mich, Alter. Bin ich auch gesprintet. Ja, auch, aber ich bin ein kleines Eck später losgesprungen. Ach, wie schön ist doch das Leben. Vor allem dieser Nomadenfolterer, der ein kompletter Vollidiot ist. Ich habe unten gerade so einen Bug entdeckt. Das ist nicht Deathtrip. Ach da. Der ist da oben und... Oh, schau mal, da ist ein Marodeur. Erstmal nachladen. Lass das halt noch hin. Okay. Aber ich sterben, also bin ich runtergesprungen. Mal regeneriere ich, manchmal nicht. Und die Leiter hier habe ich nicht gesehen. Oh, schau mal. Genau. So, und jetzt geht's mal ganz schnell hier. Erstmal nachladen. Ach komm schon, jetzt trifft den verkackten Ding mit dem Scheißrevolver. Mag das Rollschild irgendwo voll, also mit dem Spike-Schaden. Was war? Scheiße, das war ein Goliath. Ich hab übrigens aus Versehen Goliath aktiviert. Ich hab Goliath aus dem aktiviert. Ach, du auch? Ja. Ich hab schon wieder eine Treffgenauigkeit wie so eine Kartoffel auf Bein. Alter! Bin ich ein bisschen eingesperrt. Hilf mir mal ein bisschen Deathtrip, bitte. Mal gerne doch. Oh Gott, ein rasender Goliath. Ah ja, der ignoriert uns ja. Warum ignoriert er uns? Ja, weil er versessen ist auf das Ding da. Das wollte ich gerade machen. Alter, hier ist gerade schon wieder so viel los, dass meine FPS schon wieder auf 30 runtergesunken sind. Ja, damit wirst du jetzt erstmal leben. Ja klar, die Folge noch. Dass wir jetzt mal die Fahne aktivieren und wo ist ja überhaupt die dritte gleich nochmal? Das weiß ich nicht mehr.
Einfach direkt hinter uns hoch. Okay. Mal schauen. Dann was für den nächsten Part. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern hier. Wie, das wird noch ein bisschen dauern? Ja, wenn sie uns die Fahne weiter ausschalten, ich schalte es zweimal wieder ein, aber... Hier noch ein Gegner da oben. Ah, letzter Goliath. Ja. Ich habe jetzt einfach mit Raketenwerferin gefeuert, weil ich gar nicht gesehen habe, welche Waffe ich überhaupt hatte. Na dann. Ah. Alter. Jetzt mache. Stirb. Ja. Du hast doch voll viel Zeit, Alter. Ich weiß. Ich hab jetzt zwei so scheiß Typen, die sich hinter einer Deckung verstecken. Hey Arschloch, komm raus. Danke. Ich verwirr gerade einen Goliath. Er dreht sich die ganze Zeit um sich selber und deswegen renne ich um den selber. Damit sich weiter dreht. Ich treffe nicht. Ich weiß nicht, kann man nicht helfen. Ich baller rein und es kommen einfach keine Treffer. Oh. Ich habe gerade 500 Schuss Pistolenmuni verbracht insgesamt. Ja, ich schätze, es muss der Raketenwerfer hinhalten. Geld. Waffe. Leben. Okay. Also dann hat es gar nicht gedauert, wie ich gedacht hätte. Die Richtung. Ja, dafür sind meine FPS wieder normal. Ah, schön. Das war ist da wirklich, hoch. Das ist wirklich bloß gerade gewesen, weil so viel jetzt los war. Ja gerade, ich glaube, da müssen wir von oben runterspringen auf der anderen Seite. Hier gibt's keine leider. Leider. Oh nee. Leider gibt's keine leider. Meinst du, schaffen wir jetzt noch in dem Port die letzte Fahne? Ah, das geht schon. Da zwei Minuten länger ist. Ja, stimmt doch, oder? Wir haben. Okay, den einen muss ich zurechtschneiden und den anderen. Oh Gott. Der andere, der geht ja perfekt, ungefähr 20 Minuten. Nein, die Kiste! Oh Mann. Mach das! Da war ein bisschen Geld drin. 64 Euro, Dollar, um genau zu sein. Ich glaube, dafür nehme ich mal Snipergewehr, das ist mir ein bisschen zu. Oh, ich hätte Munition kaufen sollen. Oh Gott. Treasure? Den habe ich ja ganz vergessen. Ja, Pyro-Treasure. Ich würde dir gern helfen, aber ich habe nur 20 Revolver-Muni. Ja, dann probier's mit irgendwas anderem. YOLO. Au. Ah, schau mal, ich bin gleich tot. Wo krieg ich die scheiß Pistolenmuni her? Die ganze Zeit. Ah, Fühler-Shredder. Alter, was für ein Arsch, und jetzt verpisst er sich. Neue Stärke. Melee. Genau. Es kann jetzt gerade ein bisschen härter werden. Es kann sein, dass wir dann die Fahne im nächsten Port machen. Oder ich mache jetzt schnell noch. Komm, er lädt hier ein. Deathtrap, bitte. Was willst du machen? Die Fahne hissen. Ja, schnell. Oh nein. Nein. Shit, scheiß, keine Munition. Schön. Ich sterbe. Ja, ich ignoriere dich mal und lauf mal zur Fahne und versuch die zu aktivieren. Genau, und jetzt stirbt er. Ah. Ey. Die Fahne hoch. Da. Merkt dabei, dass wir auch so übelst informiert sind, weil wir genau auch wissen, wie der Songtext weitergeht. Ja, ich. Alter, Teleport-Thrasher sind irgendwo voll geil, das ist mir noch nie aufgefallen, aber die fliegen hier durch die Gegend wie sonst. Der hier ist gerade in den Tod gesprungen.
Voll der schöne Ausblick. Wo bist denn du? Oh, ich stehe hier ganz am Rand und schau runter. Ach, da hinten bist du. Okay, scheiß drauf. Auch wenn ich jetzt nochmal sterbe. Ich würde gerne sterben, damit ich Munition kaufen kann. Junge, es ist jetzt nur noch schnell die Folge und so weiter. Danach muss ich den Rechner eh nochmal neu starten. Und dann können wir weitermachen. Ach, erzähl mir was Neues. Ja, nicht du, sondern... Ja. Achso. Ja. Mach mal, hey. Der Generator ist kaputt. Halt die Fresse. Aber der Generator... Halt die Fresse, wir wissen es selber. Steh einfach mal daneben und warte drauf, dass was passiert. Oder dass er kaputt geht und dann starte ich ihn wieder an. Waffe, Waffe, Waffe. Kannst du auch mal gute Waffen geben? Nein. Alter, warum stirbt dieser scheiß Badass Pyro-Trasher nicht? Und warum habe ich mich gerade in so eine scheiß Ecke... Oh Gott, nein. Ich falle auch mal drauf. Flo. Ja? Ich glaube, ich komme nicht mehr raus. Ich meine, ich sehe, wo du bist. Ah, scheiße, das Flaggenhilfsgerät ist gleich kaputt. Habe ich schon wieder angestartet, kein Ding. Olli, hast du irgendwas? Ich komme hier nicht mehr raus. Ich könnte mir höchstens selbst killen. Bring dich hoch mal. Der scheiß Pyro-Thrasher steht hier vor der Tür. Ach stimmt ja, meine Granaten sind ja homing. Sind sie jetzt gerade weggeflogen? Ja, ich habe gerade einen da unten gebogen. Schau mal, da hat mich ein Ding getroffen. Warte mal. Der bin ich ja noch vor dir. Aber schön. Warte, vielleicht kann ich den Pyro-Thrasher mit einem Raketenwerfer was dann tun. Nee, kann ich nicht. Ich bin tot. Oh, jetzt geht der Generator kaputt. Ja, schön. Na los, komm schon. Wollt man hier eigentlich... Oh Gott. Das ist auch eine richtig geile Stelle hier. Ich kann mich mal selbst killen. Oder? Habe ich noch... Habe ich jetzt schon wieder 100? Nee, ich hab nicht mal Raketenwerfer-Munition. Ich kann mich nicht mal selbst killen. Ah. Sind hier Leute auf dich? Ich hab dann einen Kopf darunter gebracht. Schön machst du das, Deftweb. Ich leg so lange mal den Wetter ist Pyro-Thrasher um, solange du am Leben bist noch. Pyro-Thrasher, kommst du wieder? Oh Gott. Da, 2000 Erfahrung für uns. Ja. Steck hier immer noch fest. Ja, danke. Da ist ein Wurmloch-Thrasher, wenn das was kriegt, kommt er zu dir. Nein, geht zu mir. Leise. Ich habe ihn angeschaltet und er sagt mir, ich habe es geschafft. Fick dich, Spiel. Das hat den so tief gezeigt, wer hier der Boss ist. Komm zurück, Sven. Oh, Munition. So, dann hätte ich gesagt. Ah, oh, schön. Ja, ich beende mal den Port und dann... wir beenden den Port und wir starten dann am Anfang wieder, weil ich dann einfach mal schnell das resetten muss. Ja, das haben wir da schon. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und dann machen wir die letzte Flagge. Ah ne, dann machen wir die Hauptmission. Werden wir sehen. Bis dann. Ciao.